Herzlich willkommen, meine Lieben, zu Part 6, meine ich, von Evil Awaits. Ja, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht gerade in Richtung Finale. Möglicherweise bekommen wir es heute durch. Wir sind hier am Schloss angekommen, mussten da ein großes Tor mittels vier Skulpturen öffnen, von denen wir zwei bereits erhalten haben. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zu den verbliebenen Zweien und werden vielleicht sehr bald fertig sein. Ich weiß es nicht genau, aber es sieht mir ganz so aus. Finden wir es auf die harte Tour raus. Los geht's. Jawohl. Ja. Gut. Machen wir uns auf den Weg. Die beiden hier unten hatten wir ja schon. Das waren, glaube ich, der Bulle und der, keine Ahnung. Vielleicht gerade mal gucken, das lässt mir sonst keine Ruhe. Ja, der Bulle und der Elefant, jawohl. Zwei fehlen noch. Mal sehen, was es sein wird. So, es liegen jetzt ein paar Tage nach der letzten Aufnahme. Aber die Steuerung war ja eigentlich sehr eingängig. Ich bin jetzt mal optimistisch, dass wir das schon hinbekommen. Ich hatte aber vor kurzem erst eine Aufnahme Insanity gemacht. Das ist ja dann doch deutlich weniger anspruchsvoll in Bezug aufs Gameplay. Hier müssen wir ja ein bisschen was tun für unser Entertainment. So, und jetzt haben wir auch schon das erste Schriftstück zu übersetzen. Und ich mache meinen Übersetzer an. Und wir dürfen gespannt sein. Es sei denn, der eine oder die andere hat es schon für sich übersetzt. Ich kann es nicht mehr ertragen, an dieser Kammer vorbeizugehen. Zuerst war es mein kleiner Zufluchtsort, der mich vor den erdrückenden Mauern und den engen Räumen in Ruhe ließ. Ein Raum, in dem ich vor meinen Geschwistern ihren ständigen Schimpfen verstecken konnte, mit der Begründung, ich würde ihre Forschung behindern. Es fühlte sich wie ein Ort der Einsamkeit an, aber jetzt werden die zappelnden und trappelnden Geräusche jedes Mal lauter, wenn ich mich ihm nähere. Es ist nicht nur Lärm, ich kann etwas fühlen, das mich von innerhalb der Wände beobachtet, wartend. Ich glaube, es will mich holen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich gehe da nicht noch einmal hinein. Liliana hat übersetzt mit die Kleinen, das ist ja süß. Oh, das geht wohl gleich zu, nehme ich an. Nein, tatsächlich nicht. Ach Moment, die werde ich verschieben müssen, oder? Genau, das hatten wir doch schon mal. Da muss ich so ein bisschen meckern. Das, finde ich, wurde schon auf dem Friedhof etwas überstrapaziert. Das hätte nicht nochmal kommen müssen. Ah. Nicht getroffen. Warum nicht? Aber so kann ich es munitionslos lösen. Ist auch schön. So. Dann kann ich dich ja wohl jetzt schieben. Ah, und die Gitter sind inzwischen runtergefahren, wie befürchtet. Gut, dann werde ich jetzt wahrscheinlich hin und wieder von mehreren Seiten behelligt, während ich das Ding hier schiebe. Wissen wir schon mal, womit wir es zu tun bekommen. Vielleicht sollte ich häufiger vorbeirollen. Und ich kann ja auch den noch, ne? Fällt mir gerade ein. Oh, okay. ja. Etwas weniger heroisch vielleicht. So, und ich krieg ja Munition. Vielleicht sollte ich es doch erstmal mit Schießen probieren. Die Pumpgun ist ziemlich leer. Im Zweifel sollte ich vielleicht auf die SMG ausweichen. Oh, sie ist weg. Das ist neu. Okay, eine leichte Variante. Damit bin ich schon fast wieder etwas versöhnt. Muss ich da jetzt rein? Und jetzt? Oh, fuck. Okay. Läuft gerade nicht so gut. Oh, Sniper Rifle. Dann benutze ich die doch erstmal. Das ist zwar zu kostbar. Bevor ich es hier liegen lasse... Läuft gerade nicht so gut. Da kommen ja echt viele von.
So. Ah, der hat mir auch was hinterlassen. Ja, okay, dann bleiben wir erstmal dabei. Ah, hier ist die nächste Statue. Gut. Wahrscheinlich hatte ich mit der anderen Tor geöffnet oder sowas, ne? Hab's gar nicht so drauf geachtet. Okay, ich sollte mir allmählich einen Verbandkasten nehmen, glaube ich. So. Wo ist sie denn hier? Ich stehe auch nach Verband. Ach so. Ich habe ihn noch gar nicht verwendet, ne? Ich habe immer noch 5. Wo seid ihr denn alle? Da waren die doch eben noch. Ich hoffe, die kommen ums Eck und ich kann eine Kettenreaktion auslösen. Dann kann ich die Zeit ja... Ah, jetzt? Genau jetzt kommen sie natürlich. So, aber jetzt mal schnell verbinden. Ah, und das ist auch ein neuer Verbandkasten. Da, das ist doch schön. Oh. Läuft. So, jetzt aber erstmal wieder schieben. Wollen ja auch mal weiterkommen. Die scheinen ja immer weiter nachzuwachsen. Ah, fickt euch, meine Güte. Das ist ein Spiel wirklich noch mit das Schlimmste. So kleine, nervige Gegner. Das kann ich ja mal gar nicht haben. Wisst ihr noch bei Doom 3 diese komischen Schädelspinnen? Boah, war das eklig. Das nur als Beispiel. Das sind ja dann doch gern bemühte Figuren. Einfach nur Nerven. Tödlich Nerven. Ah, zumindest sehen wir schon mal das Endplateau da rechts. Mit etwas Glück sind es nur noch 2 Stationen. Ich habe auch... Da ist die neue. Sehr gut. Die brauche ich jetzt. Dann ist das hier erledigt. Ah, das ist aber schön. Gut. Also meine Dullihaftigkeit wurde mit eingerechnet bei den Items. Merkst schon? Oh, fuck, 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 fuck. Ah, es geht noch. Geht noch, geht noch. Alles gut. Das sind so Momente, wo ich froh bin. Das heißt froh, aber wo es gut ist, dass ich nicht monetarisiert bin. Es wird ja alles gleich gelb werden bei meinem Gefluche. So. Ah. Oh Mann, es hört ja gar nicht auf. Aber jetzt müsst ihr irgendwo... Und stimmt, ich brauche ja noch die Skulptur. Wo ist die denn? Hier hin. Ach, da hinten, da leuchtet was. Ich werde gleich mal schauen, ob ich die Tastenbelegung ändern kann. Ich kann von meinem Rutschmove fast keinen Gebrauch machen, weil der einfach schwer zu greifen ist mit Shift und dann dazu Control. So nicht gut gelöst. So, jetzt bin ich das erste Mal seit langem, wenn ich nachgetankt habe, ohne maximale Medipack-Ausstattung. So, das kommt dann wahrscheinlich hier hin, ne? Der Bär. Und dann einmal verbinden. Speichern und dann ins letzte Tor. Ah, das war noch eins tiefer, ne? Gut. So, hier packen wir es hin.
Okay. Und hinein ins volle Untotenleben. Als kennt er auch die maximale Munitionierung für, sagt man das überhaupt so? Für die Sniper, also 30, kurz gesagt. Hm. Erstaunlich ruhig bisher. Ja, jetzt nicht mehr. Hier liegt eine Notiz. Gönnen wir uns. Oh, das ist viel. Ich kann nicht glauben, unter welchen Bedingungen wir hier leben müssen. Drei von uns in einem einzigen Gästezimmer zusammengepfercht und nicht an meinem Badezimmer? Die Feuchtigkeit und Dunkelheit haftet an allem und ich fühle mich hier schon dreckig. Und dabei sind die grotesken Proben, mit denen wir arbeiten, noch gar nicht erwähnt. Das ist einfach zu viel. Aber was mich am meisten stört, sind die Geräusche. Wenn der Wind nachlässt und es völlig still ist, höre ich etwas schwache Schreie. Ein Giri, denke ich. Verliere ich den Verstand oder ist hier wirklich jemand gefangen? Das Giri ist übrigens ein Girl, ein Mädchen. Das war komisch übersetzt. Gestern Abend sah ich, wie Alastair in das Arbeitszimmer auf der anderen Seite des Flurs schlich. Kurz darauf hallte ein Grollen durch die Wände. Ich warf mir mein Nachthemd über, um nachzusehen. Aber als ich dort ankam, war er weg. Er versteckt etwas oder jemanden, ich weiß es. Ich muss demjenigen helfen, der da drin ist. So viele Bücher. Eines davon muss etwas enthüllen oder zumindest dem Ganzen einen Sinn geben. Bleib stark, wer auch immer du bist. Ich werde das Richtige finden. Dr. Harry Picard. Okay. Wir haben da ja schon was anwackeln sehen. Hier wäre erstmal unsere stärkste Wumme. So viele Bücher. Hier muss also irgendwas sein. Ha! Ein Hebel. Ah, schön. Wieder 5 Medikits. Und sogar ein sechstes. Oh Mann, was wird hier stattgefunden haben? Eine weitere Notiz. Durch meine Experimente mit Elena ist nun klar, dass unsere Blutlinie ausgewählt wurde. Wir sind nicht immun, sondern vielmehr verwandelt, neu gestaltet. Durch unsere Adern fließt nicht bloßes Überleben, sondern die Entwicklung zu etwas Neuem, etwas Spektakulärem. So sehr ich die Zusammenarbeit mit meiner lieben Schwester auch genossen habe, als Testobjekt ist sie viel wertvoller. Ich kann nicht riskieren, dass sie entkommt, sie muss unter meiner Kontrolle bleiben. Sie wird in der Gartenkammer festgehalten, zusammen mit dem Arsenal der Verräter, die vor ihr kamen. Aber anders als diese ist sie keine Gefangene des Scheiterns. Sie ist der Schlüssel zu allem. Das Wesen spricht, ich beanspruche deine Gedanken, eine geflüsterte Verbindung, Liebe und Scham zugleich. Mit jedem Atemzug webe ich dein Schicksal, meinen zärtlichen Griff, dein stilles Gewicht. Er schreibt fast wie ein Geliebter zu seiner Geliebten, ne? Vielleicht so eine Code Veronica-Anspielung? Die waren doch auch etwas zu sehr ineinander verschossen, die Geschwister. Hat noch nicht gereicht. So, du kriegst jetzt nochmal was mit der Pappgun an den Kopf. Gut. Gut, damit bin ich soweit zufrieden. Und wir haben den Bullen. Nee, den Bullen nicht. Was war das? Eine Raubkatze, ne? Ja gut, das war tatsächlich bisher
Oder jetzt auch insgesamt die leichteste Kammer. Aber auch die erschreckendste, was die Funde angeht, die wir hier hatten, die Notizen. Gut. Ja, eine Raubkatze. Alles klar, Zeit für einen Speicherpunkt, möchte ich mal sagen. Ich habe mich vertan. Vertan. So. Yes. Was haben wir denn? 6 Toolkits. Damit kann man doch bestimmt noch was anfangen. Ich habe den Revolver noch gar nicht aufgewertet. Dann wird es Zeit. Die Sniper ist die aufgewertet. Einfach, ja. Ich würde mal drauf setzen, die noch weiter zu verstärken. Die wird für einen Bosskampf sicher nützlich sein. Und hier nochmal. So. Bin gespannt, ob es was bringen wird. Ansonsten kann ich ja nochmal neu starten. So teuer ist der. Sieht nach einer Falle aus. Ja. Sieht nicht nur so aus. Wow. Sinken die Wände oder steigt der Boden? Ja gut, wahrscheinlich steigt der Boden. Oh ja, wir fahren ganz nach oben. Warum? Was wird hier kommen? Lauter roter Bälle? Oh, noch ein Medipack. Das andere hatte ich auch schon liegen lassen, ne? Würde ich hier nochmal zurückgehen müssen? Ach komm, ich habe ja mehrere Anlaufmöglichkeiten. Wollen wir erstmal das Beste raus für die Situation? Okay. Ein Traum? Wer bist denn du? Ach. Ja, zum Glück. Drauf an. Okay, das tut richtig weh. Okay, ich sollte besser gleich zu meiner guten Waffe kommen. Leider wechselt sie im Sprint nicht, das ist ein bisschen schade. Hier werde ich mich schwerlich heilen können, ohne dass er mich erwischt, ne? Mal sehen. Doch, geht. Sprint doch bitte, Mädchen. Ich hoffe, es tut weh. So.
entweder laufen, ordentlich Abstand halten. Gut, läuft. Okay, er hat also kurze Phasen der Ruhe. Die sollte ich dann für ein Energy Pack nutzen, sobald er sie hat. So. Ach, immer nach einem Schlag. Wenn er zuschlägt, kommt danach. Kann ich jetzt nachladen? Komm schon. Der läuft einfach weg. So was. Leider hat er mir keine Medipacks hinterlassen. Okay, aber irgendwas liegt da noch, das nehmen wir doch glatt mit. Ja, nehmen wir alles gerne. Waren hier noch weitere Kisten? Nee. Was ist denn das hier? Organisches Dingsbums-Zeugs. Koagelbömmel. Wo will er jetzt hin? Ich nehme mal an, ich bekomme jetzt, Gesellschaft von seiner zweiten Form. Ja, sieht ganz so aus. Die wird wahrscheinlich weniger nett sein. Ja. Groß. Und schnell und stark. Ich mag dich jetzt schon nicht. Okay, ja. Mutated Alistair, ja. Das ist doch auch der Vorname von Alistair Crowley, ne? Also von Crowley. Also der hieß doch Alistair Crowley. Warum rede ich so viel Scheiße? Wahrscheinlich, weil mich ein haushohes Vieh verfolgt. Das ist nicht so geil. Oh, aber er verhakt ganz gut in den Rohren. Das könnte ich mir zunutze machen. Oh, es kommen jetzt noch einige Buddies von ihm. Bringt mir das eigentlich was? Nee, das ist nur die Kammer. Auf euch habe ich sämtlich keinen Bock. Oh, war nicht geladen.
So. Oh, ein Medipack, sehr schön. So langsam wird auch die Munition knapp. Könnte einer von euch auch nochmal was springen lassen? Ja, danke schön. Sind wir uns einig, sehr gut. Okay, nun wieder zu dir. Oh, er klippt da einfach durch. Das ist aber nicht gut. Achso, Pistol. Bin ich dabei, bringt mir nichts, ist wohl auch voll. Und noch zwei Schuss auf der Sniper. Damit wäre sie leer geschossen. Oh ja, lass dir ruhig Zeit. Oh, jetzt kommen wieder die anderen, ne? Dann schauen wir mal, was da in der Kiste ist. Jetzt bekommen wir bald ein Munitionsproblem. Medkit, toll. Danke für nichts. Hoffentlich habt ihr was dabei. Ah, noch einer. Schön. Je mehr, desto besser, nicht wahr? Okay, was haben wir denn hier so drin? Pumpgun, gut, wunderbar. Wurde mich gerade ein bisschen nullig. Okay. Keine Munition dazu bekommen. Aber Bubi ist noch da. Das freut mich. Das wird knapp. Im Nahkampf, glaube ich, kriege ich den nicht klein. Okay, aber die reißt schon ganz gut Löcher, wie es aussieht. Könnte gerade so hinkommen. Ja, okay. Sehr gut. Ha, mit der vorletzten Patrone. Gut. Ja, nachladen, bitte. Gut. Was kommt denn jetzt noch? Soll ich mich jetzt verwandeln? Nee. Wieder ins Bommelland? Kommt dann der nächste Boss? Ich hoffe nicht. Aber ich habe ja auch nichts mehr übersehen, ne? Stimmt, ich hatte ja ein Messer mitgenommen. Das war jetzt also die andere, ihre Schwester, ne?
Okay, wir haben es geschafft. Spannend. Hier. Schönes Lied. Dom, ich verabschiede mich ganz schnell. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Genießen wir den Song. Bis zum nächsten Mal. By arch still families gloom.